Hallo, ich bin Markus und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr einen Kunden anschauen könnt und euch einen Überblick über den Kunden verschaffen könnt. Dazu gehen wir unter Kundenmanagement auf Kundendetails und suchen nach dem gewünschten Kunden. Diesen wählen wir aus, indem wir einmal auf ihn klicken und sehen nun einen Überblick über den gewählten Kunden. Dort haben wir einmal die Statistik zu dem Kunden. Wie teilen sich die Käufe auf? Was hat der Kunde getätigt in der letzten Zeit? Wir sehen einmal die Adressdaten des Kunden, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Wir haben hier einmal das Spendenlevel und einmal die Vereinsmitgliedschaften bzw. die Abos und Mitgliedschaften, die der Kunde getätigt hat. Unter General habt ihr die Möglichkeit, alles zu sehen rund um den Kunden, das heißt bestehende Orders, Mitgliedschaften, Spenden, Merchandising und so weiter. Unter Account Activities seht ihr alle Kommunikationen, die zwischen euch und dem Kunden stattgefunden haben. Account Credit ist die Balance, die der Kunde aus seinem Konto hat. Wenn ihr ihm zum Beispiel ein Guthaben gutgeschrieben habt, dieses aber noch nicht verwendet worden ist, habt ihr hier die Möglichkeit, dieses einzusehen bzw. zu bearbeiten. Ihr habt einmal das Rewards-Programm. Wenn der Kunde an diesem teilnimmt, seht ihr den Code, unter dem der Kunde gelistet ist, wann er eingetreten ist und wie viele Punkte er hat und einmal bei welchen E-Mail-Listen er mit aufgeführt wird. Diese könnt ihr anhaken oder abhaken. Unter Mailchimp seht ihr nur dann Listen, wenn ihr euren Account mit Mailchimp oder Constant Contact verknüpft habt, könnt ihr die einzelnen Mailinglisten, die ihr dort eingerichtet habt, hier ebenfalls sehen und den Kunden dort zuordnen. Unter Tasks haben wir dann die einzelnen Aufgaben, die zu einem Kunden aufgeführt werden bzw. zugeordnet worden sind. Hier sehen wir einmal eine Aufgabe, für dass der Kunde kontaktiert werden soll. Unter Kommunikation sehen wir nochmal alle Kommunikation, die mit dem Kunden stattgefunden hat. Hier können wir über Plus eine neue Kommunikation hinzufügen bzw. eine Notiz zum Kunden hinzufügen. Unter Orders sehen wir alle Bestellungen, die der Kunde getätigt hat bzw. storniert worden sind. Hierzu habt ihr die Möglichkeit, entweder nach einer Order-ID oder auch nach einem Datum zu suchen. Unter Holds seht ihr alle aktuellen Reservierungen zu dem Kunden. Diese können aus dieser Maske bearbeitet, editiert bzw. geöffnet und gelöscht werden. Unter Tickets seht ihr alle Tickets, die der Kunde gebucht hat. Unter Donations findet ihr die Spenden, die der Kunde getätigt hat. Und unter Mitgliedschaft bzw. Abo findet ihr alle Abos und Mitgliedschaften, die der Kunde bei euch abgeschlossen hat bzw. gebucht hat. Unter Events könnt ihr dann nochmal sehen, bei welchen Events euer Kunde war bzw. für welche Events der Kunde Tickets gebucht hat und könnt euch auch die Tickets dazu anzeigen lassen. Unter Relationship habt ihr die Möglichkeit, sogenannte Gruppen zu erstellen, wo ihr Kunden zuordnen könnt, die in einer gewissen Gruppe bzw. Beziehung zu euch stehen. Dazu gibt es verschiedene Typen von Gruppen. Wie ihr einen Kunden bearbeiten bzw. wie ihr diese kompletten Funktionalitäten auch daraus nutzen könnt, das zeigen wir euch dann in einzelnen Videos.